Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Max. In der letzten Folge haben wir Axel fertig gemacht. Ich sag eigentlich die ganze Zeit immer deren Namen, aber dabei tun wir ja deren Data-Replikas nur erledigen. Also müsst ihr eigentlich sagen, in der letzten Folge hätten wir Data bla 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 erledigt, aber naja, Menschen machen Fehler. Jetzt wollte schon wieder sagen, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir machen in dieser Folge Sykes platt, ja. Ich kann mich nicht so erinnern, dass der Typ so schwer war. Ich meine, der Typ war sogar relativ einfach. Aber an eine Schwierigkeit kann ich mich noch erinnern, und die hat sich bei mir ins Hirn gebannt. Und zwar, dass denen seine Schwerter nicht mehr so lange am Boden sind. Und ja, all denen seine Angriffe schleudern einen, glaube ich, in die Luft. Und bis man am Boden ist, ist das Schwert schon wieder weg. Und damit hatte ich riesige Probleme, als ich den das erste Mal besiegt habe. Ich habe den, glaube ich, sogar beim allerersten Versuch damals erledigt. Ich habe nur nie geschafft, irgendwie. Ich habe voll viel ausgehalten. Ich glaube, ich habe voll viel Schutzengel und so, weiß ich nicht. Aber ich habe nicht geschafft, den zu treffen, weil die Schwerter immer weg waren. Irgendwo habe ich das dieses Mal schaffe. Ich glaube, man muss abwehren oder irgendwie soweit. Ich weiß nicht, wie ich das nochmal gemacht habe. Ja, damit schließt sich der Kreis von Charakteren, die man noch bekämpfen müssen. Und ja, wenn euch das gefällt, könnt ihr boah, ich hab's heute gerade. Ne? Ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen. Das wäre sehr super toll von euch, und den Zeugs würde ich dann sagen, auf in den Kampf. Erneut wieder nichts geändert. Ich glaube, ich muss auch nicht mehr viel ändern an meinem Setup hier. Aber wechseln musste ich ja auch was ändern mitten im Kampf, als ich gemerkt habe, dass ich damit normalen Kombo nicht auskomme. So, Sykes, komm her. Die Macht des Bondes. Der Sailor Sykes. So, mal gucken, wie ich mich hier anstelle. Do you feel it? The moon's power. Okay. Ich dachte, er wird direkt im Berserker-Modus starten. Warum ist er nicht ein Dings? Ah, ich habe schon drei Balken abgezogen, sehr gut. So. So. Seht ihr? Da seht ihr. Ah, ich muss da reinrollen, genau, damit ich auch unbesiegbar. Jo. Nein, die halten auch nicht viel lange. Boah. So, jetzt habe ich. Oh, da. Okay, ich glaube, der Kampf ist doch nicht so schwer. Muss in der Luft halten. Ha! Der Ding ist schon voll, ist mir egal. Warum hab ich das gemacht? Die frecken Leute sofort. Was zum Teufel war das denn? Oh, ich raste aus. Aber ich kann fliegen. Warum er? Ich kann da reinrollen. Mein Gott, warum habe ich mir eigentlich solche Dinge gemacht, ey? Ich glaube, damals wusste ich noch nicht, dass die Ausweichrolle irgendwie einen voll unverwundbar macht. So ein bisschen. Mein Gott! Nein! Jetzt schon gleich besiegt, ey. Ich krieg die Krise, ey. Darf einfach nicht wahr sein. Vor allem, ich habe mir Sorgen gemacht um die Data Charaktere, als sie, bevor ich gegen die gekämpft habe. Blöd ist der. Aua. Er tut den Kampf wahrscheinlich nur in die Länge ziehen, ja. Übelst. Aua. Wir haben aus dem Weg. Nein. Ah, sehr gut. Das gibt's heute nicht. Wenn dein super Berserker-Bonus gelandet ist, ey. Soll diese Treffer vielleicht nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Der kann ganz schön Schaden machen. Nein, das war doof. Ja, ich wusste nicht, dass man da so reinrollen kann.
Anfang war kein Problem, ne? Aber jetzt. Au, 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 au. Au, 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 ey. Hier raus. Ah, warum muss mich da reindrehen, ich Idiot, ey? Ah, im Rollen aufgefangen. Was machst du jetzt? War endlich mal wieder getroffen, ey. Gar nichts hier. Ich habe keine Seele. Oh. Ein Balken oder so abgezogen. Komm her. Ach Mann. Mach doch dein Dings ungefähr, so ein Schwert wie oder irgendwie so was. Goofy lebt übrigens noch. Was? Okay, so kann man der Trigger nicht und sagen, ich habe ihn angegriffen und danach. So, komm her. Nein! Noch Mann. Auf Ausrasten, Donald, und mach was. Sieg ihn. Hallo, was machst du? Was am Blocken? Oh, sehr gut. Nein, nicht getroffen. Oh, ich bin fast tot. Nein, mein Ding ist weg. Boah. Er hat doch nur noch einen Balken, Mann. Doch, ja. Doch, doch, und du bist weg. Na komm schon. Ich spür gar nichts. Spürst du das hier? Musst du jetzt etwas verspüren, Mr. Sykes? Warum ist es immer so früh? Wir haben noch 21 Uhr, ey. Fange ich normalerweise an aufzunehmen. Ich wollte ein bisschen früh aufgenommen, ich weiß es nicht. Gott. Der Kampf war jetzt nicht so schwer. Schutzengel, du hinterlässt Schutzengel. Dich muss ich verprügeln, okay. 8 Minuten so. Ja. Für 8 Minuten ein Schutzengel, das ist nicht schlecht. Die Magiesphäre habe ich mir natürlich auch gegeben beim letzten Mal. Ich bin jetzt genauso magisch begabt wie Donald. Ist halt nicht schön. So, dann waren es nur noch 3. Xigpa, Oxas und Xemnas. Den Schutzengel, den packe ich mir natürlich jetzt volle Möhre rein. So, noch ein Abilitamin, aber irgendwie braucht den keiner. So, ich weiß jetzt, wo ich Abwehr plus bekomme. Das ist nicht schlecht. Ja, der nächste wird dann sichtbar sein und dann war es das auch schon fast mit den Organisation 13 Replikas. Gut, ne? Dann würde ich sagen, ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage dann tschüss, bis zur nächsten Folge.